So, da sind wir wieder nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ganz vergessen habe zu zeigen, was der letzte Wein von vorhin ist. Das war die Traiser Bastei von Gut Hermannsberg. Ich weiß gar nicht, ob der Traiser oder Traisener Bastei sagt. Jedenfalls ganz spektakuläre Lage, oder zumindest spektakulär gelegen unterm Rotenberg. Und seit da Gut Hermannsberg aktiv ist, ist das auch saumäßig gut, immer wieder. Jetzt hoffen wir, dass wir ohne Tonprobleme weiterkommen. Achso, ich brauche ja schon mal eine Nummer. 329940. Wir machen also jetzt los. Wie immer. Nochmal bitte. 324490? Nein, 329940. 9940. Ich wundere mich, das Nummern-Girl. Das Nummern-Girl. Was wollte ich? Das hast jetzt aber du gesagt. Nicht, dass du dich dann wieder beschwerst am Ende des Tages. Wollte ich noch irgendwas sagen? Du wolltest den Wein mal verkosten? Ja, wir machen jetzt, wo es in den Endspurt geht, ein bisschen Häppchenjournalismus. Gell? Wir machen so 20 Minuten. Ui, das ist noch sehr unruhig. Unruhig, käfig, kräuterig, floral, zitrusfruchtig, mineralisch. Hat schon Spannung, aber es ist ziemlich unnahbar. Bisschen süßlich. Viel Saft. Ja. Floral, kühl. Was Salziges. Das stimmt. Das bleibt richtig auf der Zunge. Stimmt. Ich habe ja als Kind Sauerkraut selber gemacht, diese Milchsäure. Das schmeckt ein bisschen danach. Das ist richtig. Bakterien. Das erinnert mich zumindest an meine Kindheit jetzt. Ja. Also das kann man jetzt noch nicht anfassen. Nein. Aber gut ist es. Ja. Aber auch das, glaube ich, dem gehen wir auch noch einen Tag. Ja. Das ist so unruhig gerade noch. Das ist wahrscheinlich auch wieder schäferfröhlich. Oder? Ja. Das ist halt auch wirklich der Hausdiener. Das ist das Monzinger Frühlingsplätzchen. Das genauso wie alle anderen kaum lesbare. Okay. 329668. Ja, unruhig, ein bisschen speckig. Ganz heller Speck. Ah, der macht Hunger, ne? Ja, sofort. Und kräuterig. Na, steht drin. Okay. Ja. Teils getrocknet. Mhm. Viel Saft, viel reife Frucht. Ich finde, er hat so ein bisschen nobles Bitter. Sichuan-Pfeffer. Ja? Mhm. Aber so im Hintergrund. Er hat ohnehin eine sehr, sehr schöne, sehr herbe und sehr noble Würze. Fest. Mhm. Intensiv mineralisch. So einen ganz zarten Umami-Touch, wenn du weißt, was ich meine. Ja. So ein Sojasoßenton. Hm? Ja. In die Richtung gehend. Oh, das ist schon. Das ist schon verdammt also im gut. Mund, in der Nase ist es noch wirklich unruhig, ja, und nicht fertig. Aber im Mund ist er schon sehr. Sehr seidig, sehr. Hat auch so eine saftig, innere Ruhe. Ja. Trotz seiner Spannung. Mhm. Ruha! Mhm. Ja, also das sind die 93 auch leicht. Ja. Das sind ja bald vier. Das wenn ist, du meinst, ja, das geht jetzt auf dich. Naja, wir werden das einfach, das sind ja alle von heute, denen gehen wir einfach noch einen Tag und schauen, was sie machen. Ja, okay, das ist nochmal Gut Hermannsberg, diesmal mit dem Niederhäuser Hermannsberg. Da sind schon Kennkönner am Werk. Leider haben die dieses Jahr Kupfergrube nicht reingeschickt. Ich weiß gar nicht warum. 329938.
Das ist sehr fest. Fest und fast kalt irgend. So deutlich pflanzlich, so ein bisschen so ganz frisches Suppengemüse. Macht auch wieder Appetit. Das klingt immer so schlimm, aber das, so ist es ja nie gemeint. Ziemlich fest und sehr geschliffen. Aber im Moment ist schwer zu verkosten. Unzugänglich, aber du merkst schon, dass er Substanz und auch Tiefe hat. Ist das wieder schäferfröhlich? Also der steht da gut. Ja. Das ist schon ein toller Stoff. Was haben wir? Da sind wir wieder in Schloss Böcklheim an der Nahe. Schloss Böcklheimer Felsenberg Schäferfröhlich. Moment, da ist. Warte mal, wir waren jetzt offiziell Problem? bei. Okay, jetzt. Hast du es? Ja. Gut. 2315 10. Sehr herbe Nase. Deutlich kräuterbetont. Ganz eigene Würze. Aber die hat Tiefe, die Nase. Also das zieht einen regelrecht rein. Ja, das kann ich auch, das kann ich gut Schon, nachvollziehen. ne? Es hat so was Schönes. Das schmeckt auch, als wäre es nicht ganz botrytisfrei, aber das passt da. Ein bisschen Wachs, eine sehr feine Würze. Und schon eine Motzlänge. Er kleidet den Mund so schön aus. Ist ja richtig. Dieser, wie gesagt, Wachs- und Safranton, den so ein kleiner Anteil Botrytis auch hervorruft. Das gehört zum Wein dazu. Nein, hier passt es wunderbar. Das ist, ich glaube auch, dass das ganz großartig reifen wird. Ich bin da hier bei 4. Also das hat schon eine Länge. Mann, Mann, Mann. Schön. Das ist schon toller Stoff. Das ist Pündericher Marienburg, Pfarrlei von Clemens Busch. Ah, jetzt Das ist ganz. auch in seiner Haushierarchie, glaube ich, die Spitze. Und so schmeckt es auch. 3299 44. Eine Mordslänge. Oha, schäferfröhlich wieder. Ganz unruhig. Aber das ist dunkel und tief in der Tief, Nase. ja. Pah. Ja. Das ist kein Schmarrn. Das packt einen auch. Etwas rabiater als der andere vorher. Ja. Dunkle, das ist also in der Nase, das ist schon beeindruckend. Ein Konzentrat. Das kannst du kauen.
und fast so einen öligen Ton. Ja. Ungeheuer dicht. Und ja, wieder diese Schwarzbeerigen steht drin. Mhm. Diese schwarzbeerigen Aromen. Mhm. Boah. Und obwohl er so ist, ist er elegant. Ne? Obwohl er. Mhm. Stark. Stark, ja. Ganz starker, ja, Stoff. Wir werden das noch ein paar Tage, glaube ich, beobachten müssen, weil das ist völlig unfertig. Aber es beeindruckt. Ja. Also das kratzt an 95. Ja, für mich auch. Schauen wir uns morgen mal an, aber ich glaube, das hat er verdient. Puh, das ist wirklich stark. Ich bin nicht immer einverstanden mit der Hausherrchie. Der Herr Faesnecke ist ja das Teuerste, was Schäfer Fröhlich hat. Aber dieses Jahr ist es eindeutig, ja, ein richtig großartiger Wein. Ganz stark. Der vielschichtigste, boah, tiefste. Eine Länge. 329942. So, das ist alles jetzt völlig unsaufbar, aber was das schon andeutet, das ist auch extrem unruhig. Aber das ist von der Aromatik her völlig anders. Also ich habe es eher so auf der floralen. Ja, und Zuckerkräuter. Ja. Und das ist eher für mich, weil wir vorhin so was ganz Dunkelbeeriges hatten. Das ist hell. Ja, Rotbeere. Das ist hell. Da steht zwar ein Hauch dunkler Beeren drin und ganz im Hintergrund finde ich auch, dass er Heidelbeeren hat, aber der überwiegende Eindruck ist hell. Aber Heidelbeeren hat er. Ja. Mhm. Mordsaft. Und der hat sowas, naja, wie soll ich das sagen? Wie nennt man das? So was kupferig irisiert. Ist das wieder, ist das Schloss Böckelheim? Hm. Was ist das? Das ist Stromberg. Oh, Bockenheimer Stromberg ist das. Mhm. Okay. Ich hätte das jetzt wirklich, nein, ich hab's ja nach Schloss Böckelheim gestellt. Das ist aber auch ziemlich gut. Das finde ich. Also das hat am meisten Eleganz. Also das ist etwas. Aber das Faesnecke ist der größere Wein. Auf jeden Fall. Aber und das, deshalb steht er auch bei. Deswegen steht er bei 94. Mhm. Aber ich meine, über was jammern wir da eigentlich? Herrlich, einen wunderbaren Saft, zupackend. Richtig. Ganz und toll. Eine matte Länge. Toller Stoff. Das ist Bockenauer Stromberg von Schäfer Fröhlich. So, und jetzt? So, letzter Wein? Ja, okay. Letzter Wein. 231516. Ah, okay. Ganz andere Baustelle wieder. Schon auch ein bisschen unruhig, aber trotzdem ganz anders. Es hat eine fast süße Würze in der Nase. Ja, so gar nicht viel Zitrus, finde ich. Mm-mm. Das ist so mehr wieder dieser rote Apfel, also kein Granny Smith, kein grüner Apfel, sondern etwas sehr, ja, Aromatisches. Ja, stimmt. Steinobstromen, na klar. Das ist schon tief, ne? Das ist ganz tief, ja. Ich finde, er hat so was Subtiles. Mhm. Hat es ihn schon im Mund? Da hat er das noch mehr. Dabei wirkt er ziemlich trocken. Das ist Mosel, gell? Das ist Busch. Mhm. Aber hat eine ganz reife, wieder in sich ruhende Frucht. Einen ganz feinen Schmelz.
Also man kann wirklich davon ausgehen, dass ein bisschen Botrytis dabei war, aber das ist extrem gut eingesetzt und wow. Bringt einfach eine aromatische Zusatzdimension in dem Fall. Und dann hat er auch fast so... Das ist wichtig, das ist perfekt balanciert. Mhm. Gell? Das ist, da stimmt alles. Das ist so rund und in sich ruhend und stimmig. Und ja, der hat vegetabile Aromen, er hat florale, mineralik, tolle Frucht. Also das ist wirklich unglaublich gekonnt. Mhm. Ja. Das wird auch toll reifen. Dann kommt sehr viel Salz da hinten. Der Abgang ist extrem salzig für mich. Mhm. Tja, was, du wolltest morgen zum Essen kommen und das alles nochmal mitprobieren? Weil wir werden auch das morgen nochmal probieren. Gut, wir haben es, oder? Ja. Sehr schön. Gut, das war Pündericher Marienburg noch einmal von Clemens Busch. Dieses Mal der Roten Pfad. Gut, das war's. Jetzt sehen wir uns vielleicht, wenn wir Glück haben, alle nur noch einmal so ein großes Gewächs nachbekommen. Oder sagen wir mal zweimal, wenn wir das nächste Mal vielleicht auch auf zwei Teile aufteilen, das sehen wir dann. Dass wir noch ein bisschen weiter Häppchenjournalismus machen. Wir arbeiten noch ein bisschen weiter und sehen uns dann voraussichtlich nächsten Mittwoch wieder, wenn uns nicht vorher irgendeine Dummheit einfällt. Also, tschüss, bis dahin, danke fürs Wochenende. Zuschauen. Tschüss.